Ja, da hat uns Jan Böhmermann gestern ja ganz schön überrascht, als er das Spiel Neo Magazin Game Royale angekündigt hat. Und ich habe es gestern auch ganz kurz schon mal auf meinem Handy gespielt und habe mir aber nach 5 Minuten gedacht, nee, wartest du noch bis heute? Also, beziehungsweise gestern habe ich mir natürlich gedacht, wartest du noch bis morgen und spielst es dann auf dem PC und kannst es dann auch gleichzeitig aufnehmen. Ich habe es jetzt gerade ganz kurz schon mal einmal angemacht, um zu gucken, wie so die Grafik ist und natürlich um zu testen, ob die Aufnahme eigentlich auch funktioniert. Aber wir jetzt noch nicht mehr gesehen als gestern Abend. Und ich würde einfach sagen, wir fangen das jetzt mal an zu spielen und ich bin sehr gespannt darauf, wie die Gags sind und wie viel Tiefe das Spiel hat. Und ich bin wirklich großer Fan von Point-and-Click-Adventures und ich freue mich wirklich drauf. Es ist ein super Weihnachtsgeschenk, was uns Jan Böhmermann und sein gesamtes Team, was daran gearbeitet hat, hiermit gemacht hat. Also schon jetzt das, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber genug von mir, jetzt geht's los. Williams Tex ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Neo Magazin Royal, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Hallo, hallo! Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royal, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Also, ich muss sagen, ich liebe diese Grafik. Es ist schon so vom ersten Anblick und das, was ich gestern gesehen habe, einfach total irgendwie harmonisch, ist alles total nett und mit Liebe auch gemacht. Und ich bin echt gespannt, was es zu sehen gibt. Also, wir spielen als Jan Böhmermann, wir haben die Texte fertig geschrieben, wir haben hier in unserem Inventar das Sendungsbuch, benutze Sendungsbuch mit mir selber, mal gucken, oder mit uns selber, mit Tür kann ich es nur benutzen, deswegen geht es jetzt erstmal nicht. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Okay, das Sendungsbuch mit dem Sendungsbuch benutzen. Ah, leider keine Lust. Leider keine Lust, ist ein Klassiker, schon, ist ein Böhmer-Mensche-Klassiker. Okay, gucken wir uns mal um. Hier ist ein Stromkasten. Wir verbrauchen viel Strom. Williams Penispumpe ist elektrisch. Okay, die scheint er dann häufig zu benutzen. Lieber nicht. Okay, wir können den Stromkasten nicht aufmachen und... Ey, das ist nicht DSDS hier. Wir können auch nicht mit dem Stromkasten reden. Dann versuchen wir mal die Topfpflanze. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. Okay. Ah, das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Okay. Also ich denke mal, mit der Pflanze können wir auch nicht sprechen. Reden ist Silber, woanders draufklicken ist Gold. Okay, also
das funktioniert auch nicht. So, dann ist das hier eine Tür. Mal gucken, was für eine Tür. Die Tür zur Teamtoilette. Git. Okay, die Tür zur Teamtoilette. Abgeschlossen. Okay, da kommen wir nicht durch. Notausgangsschild. Ich glaube, da geht's raus. Oh ja. Mal Captain Obvious fragen. Ja, sehe ich jetzt hier nirgendwo den Captain, aber... Lieber nicht. Okay, das Schild können wir nicht mitnehmen. Mal gucken, was das hier für eine Tür ist. Dahinter sind noch mehr Räume. Ja, sehr gut. Dann geh doch mal da durch. Abgeschlossen. Schade, da kommen wir also auch nicht durch. Aber hier ist auf jeden Fall schon eine Tür und hier ist noch ein Feuerlöscher. Für die einen ist es ein Feuerlöscher, für Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt. Den kriegt das Schleckermäulchen innerhalb von 2 Bratwürsten leer geschlürft. Hoffen wir, dass das auch ein Schaumfeuerlöscher ist und nicht irgendwie ein CO2-Feuerlöscher, weil dann hat der Peter Altmaier nicht ganz so viel davon. Besser nicht. Den brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden. Mhm, genau. Die zu heißen Gags. Oh, hier geht's zur Bühne. Ach, wir gehen aber erstmal in die Maske. William? Okay, das ist ja die Maske. Hier mal ein paar Spinte gucken. Der Spind von Florentin Ulfkotte. Vom Geruch her könnte es aber auch die Gästetoilette sein. Florentin Ulfkotte, aka der Beefträger. Leider abgeschlossen. Scheinbar. Da ist ein Schloss vor. Abgeschlossen. Tatsächlich. Können wir auch nicht öffnen. Wahrscheinlich ist das jetzt mit dem da und gucken, ob der hier auch ein Schloss hatte. Hier verstaut Dende die Titan Rhymes und freshen Beats. Okay, vielleicht hat Dende ja sein Schloss nicht richtig zugemacht. Abgeschlossen. Schade. Dann probieren wir mal den ganz links aus. Hier bewahrt Captain Obvious seine Sachen auf. Abgeschlossen. Auch das ist abgeschlossen. So, dann nehmen wir mal den hier in der Mitte. Spind 102, der hat nämlich kein Schloss. Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Ja, du hast ein Geräusch gehört. Klemmt irgendwie. Was war das für ein Geräusch? William? William? Bist du da drin? Bist du da drin? Okay, irgendwie ist da unser Echo oder irgendwas, was unsere Stimme nachmacht. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. In dem Spind, aber wir kriegen den noch nicht auf. Mal gucken, was da oben. Schau an Williams Kamerahut. Damit dreht William auch Filme für Pornhub. Gab es eine legendäre Folge, wo William den Hut auf hatte und aus seiner Position gefilmt hat. Lieber nicht. Klebt ein bisschen. Okay. Ja, wollen wir dann gar nicht genau wissen, wenn er da die Filme für Pornhub dreht, was da denn so klebt. So, die Waschmaschine. Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi-Festival statt. Ich frage mich gerade, ob tatsächlich eine Waschmaschine in der Maske steht. Also, warum? Also, nee, oder? Auf jeden Fall können wir sie schon mal aufmachen. Ein William-Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Die armen Alpakas. William-Pulli. Mal gucken. Williams Pulli. Nass geschwitzt. Nass geschwitzt. Nicht frisch gewaschen. Williams Pulli. Nass geschwitzt. Ja, kann ich damit was machen? Ich möchte den benutzen. Mit Sendungsbuch. Benutze das doch selber. Ja. Kannst du mal. So, mal gucken. Okay. Können wir nur noch zumachen. Schminkzeug. Nein, nur ein komplett Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Okay. Das bleibt schön hier. Also, Make-up können wir nicht mitnehmen. Was ist mit der Botox-Spritze? Die spritzt William sich in den Pulli, damit er faltenfrei bleibt. Ja, macht Sinn. Die muss hier bleiben. Auch die können wir leider nicht mitnehmen. Hier haben wir noch einen Spiegel. Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Der Lichttürke. Mal gucken, ob wir... Vielleicht gibt es hier einen Zauberspiegel. Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Aber mit einem Zauberspiegel muss man ja reden. Das ist keine Talkshow hier. Ja, aber vielleicht ein Zauberspiegel. Sehe ich aus wie Markus Lanz? Also wenn ich ehrlich bin, da rede ich mir ja den Mund fusselig. Okay. Nein,
einfach nein. N-E-I-N, nein. Okay, wir können den Spiegel auch nicht mitnehmen. Dann, was gibt's hier noch? Den Ledersessel, hier, das da. Oh, Wolfgang Job, bist du es? Ach nee, nur ein Ledersessel. Ja, Wolfgang Job. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Nö, gehen wir mal weiter. Erstmal wieder raus hier. Mal gucken. Ich darf noch nicht auf die Bühne. Absoluter Horror für einen Künstler wie mich. Also auf die Bühne kommen wir noch nicht. Schade. So, die Blumen haben wir geguckt. Hier ist noch eine Tür. Da geht es in den Partyraum. Der Partyraum. Abgeschlossen. Auch da kommen wir nicht durch. Schade. Dann gehen wir hier mal zum Situation Room. Hey Boss. Hallo Herr Böhmermann. Ey Leute, hat einer von euch William gesehen? Ja, keine Antwort scheinbar. Also, das sind zwei nette Kollegen hier. Das ist auf jeden Fall der Beefträger. Das da hinten ist, sieht irgendwie aus wie ein Türsteher und man hat ihn, glaube ich, noch nie gesehen in der Sendung, oder? Aber man hat ihn schon mal, man hat schon mal was von ihm gehört. Mit dem Gesichtstattoo hier. Sehr gut. Sprechen wir mal mit ihm hier oder beziehungsweise erstmal den Beefträger angucken. Das ist der Beefträger. Er bringt den Beef. Okay. Der ist viel zu schwer für mich. Ja, wie der ist zu schwer? Der hier, der Florentin Ulfgott, der hat doch 30 Kilo in 2,5 Tagen abgenommen, oder war das nicht so? Die kann man doch jetzt auch mal hochheben. So, wir können mit denen reden und haben hier sogar so ein Auswahl, was wir denn sagen können oder wollen. Wer sind sie und was machen sie hier? Oder, ach ist egal, ist wahrscheinlich nicht so produktiv. Wer sind sie und was machen sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Okay, soweit war das schon klar. Haben sie denn auch einen Beef für mich? Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. Super. Der Beefträger hat den Beef verloren. Vielleicht ruft er einfach mal bei Flair an. Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Ja, das geht bestimmt schnell. Die Haare da von einer Seite zur anderen. Oh, das ist eine gute Frage. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering! Igitt! Also merken, nach der Sendung nicht noch viel essen, beziehungsweise gibt's ja auch gar nicht immer so eine Party angeblich nach jeder Sendung. Haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Ja, das ist blöd. Das wird dann eine Top-Sendung, glaube ich. Na okay, mehr haben wir ihm jetzt hier nicht. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Wieder keine Lust? Ja, wir müssen wahrscheinlich Beef finden für den Beefträger. Mal gucken. Hier könnte auch mal einer durchsaugen. Ja, okay, Hautflocken. Ah, das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Schade, können wir nicht mitnehmen. Naja, sprechen wir mal mit Bart. Das ist Bart, der tut nix, der will nur spielen. Ja, war das nicht auch das, was der Hund gesagt hat, bevor du gebissen wurdest? So fühlst du Jan Böhmermann. Der Letzte, der das versucht hat, sieht jetzt aus wie Claude Oliver Rudolph. Okay, wir müssen ihn auch gar nicht anfassen, wir können ja mit ihm reden. Hi Bart. Hey Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlässt. Die Bösen von Axel Springer. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist da ein Buffet zu finden. Ja, das kann sein, aber der Parmesan ist ja noch nicht da. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja, macht Sinn. Ja, mit dem Bus. Okay, schade. Ach, ist egal. Man sieht sich. Mehr erfahren wir von ihm nicht und irgendwie auch. Er hat keine Wünsche scheinbar.
Und wir können auch hier nicht die Crowbar von ihm nehmen. Und dann so Half-Life-mäßig durchs Level laufen. Gut, da hinten die Weltkarte. Mein Reich, das soll alles einmal mir gehören. Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Der Adi. Okay, kann ich scheinbar nicht mitnehmen, die Karte, schade. Und sprechen wahrscheinlich kann ich auch nicht mit der Karte. Don't drink and play. Don't drink and play. Okay, so da. Die Wall of Beef. Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Vielleicht können wir hier Beef mitnehmen für den Beefträger. Vielleicht Flair ganz nach oben? Ja, vielleicht. Ach, lassen wir erstmal so. Wir wollen doch Beef mitnehmen. Vielleicht Flair ganz nach oben? Nein. Ach, lassen wir erstmal so. Ja, lassen wir erstmal so. So, hier ist noch ein Zauberhut. Ein Hut? Was da wohl drin ist? Ja, ich vermute schon, was da drin ist. Das ist kein Zauberhut. Hättest du lieber einen lustigen Unfall oder einen traurigen Geburtstag? Das kommt ja auf die Verletzung des beim Unfall an. Also wie groß ist oder wie schwer ist die Verletzung? Und wie traurig ist der Geburtstag? Oder verletze ich mich an meinem Geburtstag? Wärst du lieber das hängende Auge von Karl Dall oder die hängende Spitze von Jogi Löw? Okay. Komm, einen machen wir noch. Hättest du lieber ein Tinder-Match mit Boris Becker oder ein Tennis-Match mit Barbara Becker? Ja, weiß ich nicht, wie gut Barbara Becker Tennis spielen kann, ne? Da hinten ist eine Gagmaschine. Die Gagmaschine? Sie produziert die ganzen Gags. Okay. Nicht nötig. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Ich dachte, die Gagmaschine macht alle. Alle Gags. Okay. Siri, mach Gags. Hihi. Okay, da ist jetzt irgendwie was rausgekommen, aber ich kann es nicht sehen. Vielleicht muss man im wahren Leben mal Siri fragen. Mach Gags. Oh. Da drin verstecken sich die Autoren immer. Ja, das kennt Jan Böhmermann hier noch aus seiner Zeit bei Harald Schmidt. Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? So, das ist... Oh. Say what? Die Kreditkarte von Markus Lanz. Ich dachte... Ja. Ah, leider keine Lust. Okay. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Gehen wir mal zurück. Gucken, ob wir irgendwie noch irgendwo durchkommen. Ja. Natürlich jetzt auf die Bühne können. Nee. Gehen wir nochmal in den... Oh. Captain Obvious. Das ist Captain Obvious. Ja. Okay. Ich kann ihn nur um Hilfe bitten. Achso, wir müssen mit ihm sprechen. Ja. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Ja, ist korrekt, aber in der Maske waren wir ja schon. Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. Das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Dem Geruch nach in deinem Büro. Okay, dem Geruch nach in deinem Büro? Bedeutet ja eigentlich, dass ich den Schlüssel irgendwie bei mir hätte? Oder? Da verstehe ich den Sinn nicht, aber
merken wir uns auf jeden Fall, dass der Schlüssel für die Teamtoilette wohl in Jans oder beziehungsweise in unserem Büro sein soll. Bleibt noch das hier. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Ja. Falls ich dir noch irgendwie helfen kann, komm rum. Captain Obvious. Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Ah, okay. Ah, wir können dem einfach mal was geben hier, den Pulli. Williams Pulli, nassgeschwitzt. Ja. Williams Pulli, nassgeschwitzt. Benutzen mit Captain Obvious. Schau mal, was hältst du davon? Der ist ja ganz nass. Ich hoffe, das ist nur Schweiß. Also, wenn Captain Obvious jetzt so quasi unser Hint-System ist, unser Tippgeber, dann ist das schon natürlich, das ist schon ziemlich cool. Mal gucken, was er mit der Kreditkarte macht. Schau mal, was hältst du davon? Markus Lanz Kreditkarte, die öffnet nicht nur Schenkel, sondern auch so manche Tür. Das könnte doch schon ein Tipp gewesen sein und den Tipp nehmen wir jetzt einfach mal und versuchen mal die Teamtoilette hier aufzumachen. Vielleicht gibt es da nämlich gar keinen Schlüssel für oder wir kommen auch gar nicht in unser Büro. Ich sollte erst einmal William finden. Ja, das versuche ich ja. Mal gucken, die andere Tür hier. Ich sollte erst einmal William finden. Okay. Mal die Tür hier probieren. Ich sollte erst einmal William finden. Okay, ich habe da gerade eine Idee. Vielleicht, also entweder, okay, William ist noch nicht hier, aber vielleicht können wir mit der Kreditkarte, das ist ja auch eine Tür hier, die Spinntür öffnen. Ah, oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Aber dafür ist der Spind jetzt auf. Mega Fail. Ja, witzig. Kreditkarte weg, schade. Die Kreditkarte von Markus Lanz, die hätte bestimmt noch was gebracht. So. Aber jetzt öffnen wir einfach mal den Spind, oder? Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Ein Geräusch. Mal gucken. Potztausend. Ein Geheimgang. Wie bei fünf Freunde. Da geht's wohl runter in den Quotenkeller. Der Quotenkeller. Das ist super. Fünf Freunde. Ich bin ja eher ein Drei-Fragezeichen-Fan. Aber da geht's in den Quotenkeller. Und bevor wir jetzt in den Quotenkeller gehen, mache ich an dieser Stelle eine Pause und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Also bis dahin, tschüss.